Ich frag mich echt, aus welchem Augenwinkel der uns gesehen hat. Zum Glück hat er aufgehört. Ich guck mal gerade ums Eck. Schaut er noch in unsere Richtung? Ne, nicht wirklich. Okay. So, dann können wir... Da liegt ein Riese und am Schnarchen. Ich fasse es ja nicht. Okay, okay. Lassen wir ihn schlafen? Nö. Mal ein bisschen Blitze. Okay, nice. Komm her. Sag mal, so. Der hat mal gesessen. Ah, hol dein Schwert raus. In der Zwischenzeit mache ich dich fertig. Dachte ich. Mache ich auch. Einfach so schlafen ist halt nicht, mein Freund. Einfach schlafen darfst du hier nicht. Sonst erwischt dich der Tod. Ja, das bin ich. Alter. Wie krass das aussieht. Das sieht schon echt krass aus. Was erwartet uns da drin? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der Tod ist. Ziemlich sicher. Ja. So, da hinten ist unser Ziel, aber hier würde ich... Oh mein Gott. Stirb, du Kackvieh. So ist gut. So ist es gut. Und ein Dunkelschmiedestein 7 wieder einmal. Wunderschön. Dann gibt es hier Schönes. Ein Sternlichtsplitter. Auch den haben wir jetzt schon ein paar Mal gefunden. Und zwar immer an diesen... Was auch immer das ist. Halbkelchen. So, haben wir hier unten noch irgendetwas, was wir finden können? Also 3 ist ja da ganz hinten, ne? Hier. Oder? Ja. Dann würde ich hier doch gerne runter. Einfach nur, um zu sehen, ob es da noch was gibt. Oh, guck dir mal den Schädel hier an. Wenn es geht, würde ich nicht gerne jedes Mal kämpfen. Aber hier runter zu springen, wäre der Tod. Das wäre der absolute Tod. Kann man hier eigentlich rein? Kann man. Bringt nur nichts. Wer wirft denn hier Sachen nach uns? Da ist nichts. Wir gehen mal den langen Weg hier runter. Einfach nur, um zu sehen, was gibt es dort. Die werden uns natürlich alle beschmeißen, ne? Das ist mir schon klar. Aber vielleicht gibt es hier eine Höhle. Ich meine, wir müssen ja nicht alle besiegen, ne? Aber vielleicht gibt es hier eine Höhle oder Gegenstände. So wie diese goldene Rune. Das lohnt sich doch. Wenn wir einfach nur... Okay, warum ist... Die Hand scheint mir sehr groß zu sein. Ist es... Was? Ein Kelch reicht? Warum ist denn diese Hand so groß? Oder kommt mir das gerade nur so vor? 501. Mann. Okay, so. Wir gehen direkt den... Na, nicht hier lang. Wir gehen direkt den Weg da runter. Mhm, mhm. Was ist das da hinten für ein Licht? Ach, das ist der goldene Baum. Ja, den haben wir ja schon gelootet. Das müssen wir ja nicht nochmal machen. Ich muss hier runter. I have to go this way. Kam mir das nur gerade so vor mit der riesigen Hand? Die schien mir extrem groß zu sein. Und von wo kam die? Die ist extrem groß. Das ist doch keine normale Hand, Mann. Willst du mich verarschen? Wo ist denn eigentlich unser Stuff? Hier.
Alter! Willst du mich verarschen, Mann? Okay, hier sind wir also bei der Markierung. Hier gibt es nichts, glaube ich, oder? Hier vielleicht? Hallo? Diese riesige Hand! Ist das ein Bossfight? Und wo geht's hier eigentlich hin? Wo geht es denn hier hin? Nur mal gucken. Gruppe voraus. Das höre ich ungern. Das höre ich sehr ungern. Oh Gott. Panik, Panik, Panik. Auf diesem kleinen Mini-Scheißraum, weißt du, oh, das ist so ekelhaft. Und von beiden Seiten, die kamen einfach von beiden Seiten. Ja, da oben, Mann, ich will mein Pferd. Sag mal, was ist das hier eigentlich? Ist das eine Höhle? Ja, das ist eine Höhle. Ja, was heißt Höhle? Wo kommen die ganzen Kackviecher her? Danke sehr. Nehme ich sehr gerne. Ich hole mir meinen Stuff. Ja. Und was ist das hier eigentlich? Nichts. Ich hole meinen Stuff und dann sehen wir uns gleich dort an der Stelle wieder. So, unsere Runen haben wir wieder. Ich würde gerne... Also ganz ehrlich, ich würde gerne gegen diese riesige Hand kämpfen. Das sah mir aus wie ein Bossfight. Weil so eine große Hand haben wir noch nie gesehen. Die ist mega groß. Sehr groß. Aber ich weiß nicht, ob ich die zu Fuß bekämpfen sollte. Hier gibt es soweit nichts mehr. Also ich habe noch nicht wirklich hier geguckt, aber das scheint alles sehr leer zu sein. Und es reizt mich halt sehr, dort oben hinzukommen. Wirklich. Das reizt mich extrem. Ich will wissen, was da drin ist. Und ich glaube, da gibt es nichts Nettes drin. In diesem Kelch. In dieser Schmiede, glaube ich, ist das. Ist hier irgendwas versteckt? Sehe ich nichts. Wo ist jetzt diese riesige Hand? Ich würde aber gerne versuchen, ohne diese Riesen... Okay, hast du uns gesehen? Nachricht, Heilung suchen. Alles klar. Komm her. Ja. Du hast uns gesehen, oder? Gib's zu. Jo. Oh mein Gott. Die ist niemals normal, diese Hand. Das ist die größte Hand ever. Und genau deswegen muss ich gegen sie kämpfen. Die macht mega Damage auf jeden Fall schon mal. Aber die halt auch. Die hat diesen Baum einfach so umgehauen. Komm her, traust dich wohl nicht. Aber eine schöne Maniküre hast du. Komm her. Wir haben sie gleich. Oh mein Gott, yes. 5000 Runen haben wir bekommen. Okay, es war kein Boss. Wir haben nichts bekommen. Ah, okay. Dann eben nicht. Fuß der Schmiede, wir gehen rüber. Wir gehen rüber, Freunde. Ich will wissen, was da drin gibt. Da wird... es wird einen Riesen geben, oder? Da wird es einen Riesen geben, so wie ich das verstanden habe. Wie komme ich jetzt hier rüber? Von hier vielleicht? Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus von hier. Über die Ketten müssten wir, ja. Ich weiß noch nicht so recht, was wir jetzt hier... machen.
Was ist das? Ist das dieser Riese? Der sieht ziemlich groß aus. Der sieht wirklich sehr groß aus. Größer als die normalen Riesen, glaube ich. Aber wir hatten ja auch eine riesige Hand hier. So, bevor wir da hingehen, schaue ich mich hier nochmal kurz um. Aber das sieht alles leer und verlassen aus. Okay. Feuerriese. Wow. Okay, so einen hat man noch nicht. Also so ein Captain Rotbart. Okay, komm her. Das ist ein krass großer Gegner. Oh, das war gut. Das hat ihm ganz schön wehgetan. Komm her. Wo ist das Ding? Nein, nichts. Lieber auf dem Pferd. Was hat er da gerade aus seinem Bauch geholt? Lava? Okay, das war... Okay, das Ding kommt auf uns zu immer noch. Verdammt, bin ich! Vielleicht auch den anderen Fuß kann man gar nicht anvisieren. Kann ich den Feuerball irgendwie zu ihm selbst lenken? Fände ich witzig. Was geht denn mit dem ab, Mann? Okay, Glück gehabt. Fucking Feuerball. Okay, komm her. Okay, da haben wir ein bisschen mehr Zeit. Komm runter mit deinem Füßchen. Zweite Frage, Alter, der hat eine Nase. Einen Mund hat er im Bauch. Oh. Okay, das ist sein Bein gewesen. Ja, tut mir leid. Wir haben die ganze Zeit drauf gekloppt. Das muss ja irgendwann passieren. Was macht er? Alter, der hat einfach ein Gesicht im Bauch. Was macht er denn mit seinem Fuß und seinem Bein jetzt? Alter, hier, oh. Hier kommen gerade ziemliche Naruto-Vibes. Mangekyou Sharingan, oder was? What the fuck ist das?
Wie soll ich den erwischen? Und wo? Kein Fuß mehr. Alter, ich glaube, ich meine seine Nähe. Alles um ihn herum explodiert gefühlt. Jetzt kommt er mit zwei Feuerbällen. Ja, leck mich doch. Fuck. Fuck my life, Alter. Okay, wir müssen auf seine Hände gehen. Es geht nicht anders. Aber ich muss auch... Ich muss auch ausweichen. Okay, komm her. Nein, verdammt! Weg, 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 weg! Alter, diese Kamera macht mich wahnsinnig. Die Feuerbälle, Alter. Die packen voll ab. Ich wollte die Feuerbälle eigentlich triggern, dass sie explodieren, sodass ich wieder rankomme, aber ist nicht. Ist nicht. Oh mein Gott, schon wieder. Wo sind wir? Okay. Ja, das ist, ja. Komme ich von hier auch irgendwie rüber? Ja, da. Ist ja derselbe Weg, ne? Mal gucken, vielleicht gibt es ja was Neues. Vielleicht gibt es ja was anderes von dieser Seite. Wow, was für ein kranker Fight das ist, Mann. Das ist... Was ist denn? Ach so. Ich dachte gerade, hier ist ein anderer Fight, aber das ist ja der Fight gegen den Riesen wahrscheinlich, ne? Feuerriese, ja, 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 okay. Ich versuche es noch ohne meine Asche, ohne Antenna. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Okay. Ich will doch nur mein Zeug. Was? Okay, kriegen wir schon hin. Kriegen wir. So nicht. Der macht immer den... sich wie so ein Kleinkind. Alter, was der für ein Damage macht, Mann. Mit seinem Schild. Okay, okay. So, der macht wieder seinen Feuer-Move. Mach das. Gar kein Problem. Das war zu früh. Ah, das war okay. Der Feuerball ist immer noch am Wandern. Komm schon.
Okay, ich habe keine Ausdauer gerade. Jetzt wieder. Alles klar. Überspringen wir, auch wenn das sehr geil aussieht, aber ganz ehrlich. Okay, ich muss weg. Ich muss weg. Vielleicht soll ich nicht auf die Hand gehen. Der explodiert jetzt erstmal von sich hin. Wir lassen ihn mal in Ruhe. So, und jetzt. Vielleicht einfach hier auf die Beine oder so. Der muss ja immer drehen zu uns. Sein verstümmeltes Bein. Wahrscheinlich sind seine Hände aber die Schwachstelle, oder? Und ich verliere sehr schnell den Überblick, wenn ich die Hand nicht fixiere. Alter, die Musik. Na komm. Oh, mitten in die Eier. Wir lassen ihn noch ein bisschen. Ich darf nicht zu übermütig werden. Ich sagte nicht zu übermütig, Mann. Okay, das war echt Glück gerade. Nein, das ist zu früh. Alter, ist das anstrengend. Ja, wir haben ihn gleich. Na komm. Der rollt sich bestimmt. Nein, er explodiert wieder. Okay. Okay, das war unerwartet. Ja, verdammt. Das ist okay für mich. Das nicht. Oh mein Gott. Okay, ganz ruhig jetzt. Jetzt wird er nämlich wild. Jetzt wird er wild. Alter, ich kitzel dich am Fuß. Stirb, verdammt, stirb! Eine Legende. Feuerball explodiert. Das Echo des Feuerriesen. Alter, Feuerball explodiert. Wow, das war eine Legende, Freunde. Aber wenn das der Boss war, was gibt's dann da hinten? Wow, was für ein kranker Fight war das denn? Das hat mich echt fertig gemacht. Echo des Feuer, keine Ahnung, Riesen. Was steht hier? Gut gemacht oder so? Hallo? Ah, ich hab's geschafft. Das hab ich wohl. So, und jetzt schauen wir uns das an. Das habe ich mir verdient. Ich will wissen, was da drin ist. Oh. Natürlich.
Selbstverständlich. Erst einmal die gute alte Gnade aktivieren. Das ist natürlich extrem wichtig. So. Okay, Moment. Haben wir genug zum... ich weiß gar nicht, wie viel der uns eingebracht hat, aber... Wir können zwei Stufen. Zwei Stufen erhöhen. Kondition mache ich auch auf 50. Dann habe ich 50 Kraft und bald 50 Kondition. Das sollte doch... Das sollte uns doch weiterhelfen, oder? Konnte man mit dem Melina sprechen? Das habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Das habe ich verpasst. Nein, kann man nicht. Okay. Alter. Was für ein Fight war das denn? Sehr krass inszeniert. Die Musik. Schwierigkeitsgrad, das war echt happig, Mann. Und ich glaube, wir sind eigentlich ganz gut gelevelt. Vielleicht nicht für ihn jetzt, aber das war echt krass. Okay, wo geht's denn hier runter? Gibt's hier irgendwas unter uns? Ich sehe nichts. Ich will nur nicht runterfallen. Alter, was finden wir jetzt hier? Oh mein Gott! Mein Herz ist stehen geblieben gerade. Okay. Ja. Nice. Schmiede der Riesen. Vielleicht sollte ich einfach zu Fuß weiter. Die Schmiede der Riesen. Es ist Lava. Da ist doch 100 pro ein Fight da unten. Wie komme ich denn da runter? Wie komme ich da runter? Vielleicht von hier? Hier gibt es Schmetterlinge. Die schwelenden. Das sieht nicht wirklich gesund aus von hier. Hier auch nicht, ehrlich gesagt. Okay, ich laufe mal drumherum. Mal gucken, was ich finde. Es sieht auf jeden Fall spektakulär aus. Und von hier sieht man diesen ganzen Riesenfriedhof. Das sieht schon echt krass aus. Ja. Ich habe Angst. Ich habe Angst, was wir hier finden werden. Huch, was? Was? Nicht Blutfleck, Nachricht. Kein etwas voraus. Ich hab's geschafft, was? Kein etwas. Also hier gibt es nichts, willst du mir sagen, ja? Okay, danke für die Info. Da hinten leuchtet auf... ist ein Feuer? Okay, da ist ein Feuerchen. Auf jeden Fall. Erstmal dahin. Und dann suchen wir uns Weg runter. Da wird es bestimmt was geben von... Oh mein Gott. Ist der Weg etwa unsichtbar? Aber jetzt mal ernsthaft. Wenn man das nicht weiß... woher willst du denn wissen... Wenn man Elden Ring frisch hier hat, ja? Da gibt es diese Nachrichten ja noch nicht. Wie willst du denn da hinkommen? Wie haben die Leute das herausgefunden? Und wohin wollen die überhaupt? Achtung, Verzweiflung. Vorsicht vor Springen. Ja, ich will überhaupt nicht springen. Ich mach erstmal den hier. Hallo? Gnade berühren, danke. Wir rasten. Wo sind wir hier? Die Schmiede der Riesen. Wir können mit Melina sprechen. Mal gucken, was sie erzählt. Ach, der Baum im Hintergrund einfach. Ich habe lange observed the lands between. Aha. This world is in dire need of repair and death. Indiscriminate. Are you prepared to commit a cardinal sin? Was? 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 Wie? Wartet bitte, was soll ich denn tun? Melina, erklär mir doch wenigstens was. Ich will eine Todsünde. Ich bin bereit. Very well. Let my hand rest upon you. For but a moment. Was passiert jetzt hier? Das ist aber nicht mein Haupt.
wow. Was? Was passiert denn jetzt? Melina, was tust du? Oh, sie nimmt die Flammen in sich auf, wie es aussieht. Oh, damit kriegen wir wahrscheinlich diese Dorn weg, oder? Am großen Baum. Kann ich mir gut vorstellen. O Erdtree, you shall burn. Okay. Melina brennt. Das ist nicht gut. Aber der Baum soll brennen. Der Baum brennt? Der ganze Baum. For the sake of the new lord. Was? Aber thank you for guiding me here. Hä, stirbt jetzt hier Melina oder was? Sie hat ja gesagt, sie will ein Opfer bringen, aber... Ja, wahrscheinlich... Okay. The one who walks alongside Flame shall one day meet the road of destined death. Was für eine krasse Szene gerade. Goodbye. Okay, das war's mit Melina. Oh, das ist aber traurig jetzt. Das finde ich jetzt echt traurig. Ich hoffe, wir sehen sie wieder. Wir hören wieder was von ihr. Erdenbaum in Flammen. Okay, ist der Baum jetzt weg oder was? Ist er einfach weg? Wir stehen jetzt wieder auf. Sie hat uns betäubt, wie es aussieht. Was zum Henker, was? Was? Wie bitte? Warum sind wir denn hier? Okay, der Baum steht noch. Ich sehe ihn. Ich hatte Angst, dass der Baum weg ist. Alter. Okay. Aber ich glaube, er brennt tatsächlich. Der brennt. Wir sind jetzt hier. Oh. Das haben wir auch aufgedeckt. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das ist ja lustig hier mit dem Boot und den zwei Manneken. Zerfallenes Pharum Azula. Okay, aber warum sind wir hier? Was soll ich hier? Das gefällt mir überhaupt nicht hier. Okay. Melina wird schon wissen, was sie tut. Ich vertraue ihr voll und ganz. Zeit für diese Ordnung. Erstens, gut gemacht. Da hinten ist auf jeden Fall ein Kollege mit einem Gegenstand. Gut gemacht. Skelett. Was? Oh mein Gott. Erstens Gefahr. Ja, natürlich. Immer. Schmiedestein 8. Nett. Okay, hier geht's runter. Ja, aber nicht so, wie ich mir das vorstelle. Geht's hier runter? Hier geht es runter. Nicht sterben. Alter. Goldene Rune 9. Wenn ich jetzt sterbe, ne? Wo komme ich denn da raus? Nachricht und Nachricht. Das ist der Ort, den wir von Weitem gesehen haben. Wir sind ja mal durch so ein Portal gegangen. Ja, ich weiß nicht, wo das war. Aber es war etwas außerhalb von diesem Ort. Und jetzt sind wir hier. Zerfallenes Pharum Azula. Oh mein Gott.
Das sieht einfach so krass aus hier. Erstens wunderschön. Übrigens Preise Drache. Ja, welchen von den Tausenden? Okay, hier geht's runter. Und das ist auch der einzige Weg, den wir nehmen können. Dann würde ich gerne machen. Ich würde gerne so ein Feuer suchen. Bitte sag mir, dass es hier irgendwo ein Feuerchen gibt. Vision hier von Ruine. Okay, was sind das für Gegner? Das gefällt mir nicht. Shit, ey. Hier geht's nirgendwo runter. Okay, die lassen sich nicht mit einem Hieb umbringen. Beruhig dich. Alter, was für ekelhafte Biester sind das denn? So geht es, glaube ich, etwas schneller mit dem Blitz. Ein alter Reißzahn. Das ist ja süß. Lügner voraus. Komme ich hier durch? Nein. Hätte ja sein können. Ich brauche ein Feuerchen. Ich muss... Ich weiß gar nicht, ob ich hier hin will. Ich war ja noch nicht mal fertig da, wo wir gerade waren. Hallo. Bam. Jede Menge dieser Gegner hier. Aber wir kriegen die einigermaßen gut weg. Das ist eigentlich ganz nett. Alter, dieser Ort. Blitzsichere Trockenleber. Loch, oh Loch. Ja, aber Todesloch. Okay, wo ist denn hier so ein Jawohl! Ich liebe alles. So, ich komme sofort zu dir. Will nur mal gerade schauen. Hier gibt's nichts. Okay, das hätten wir. Was ich gerne machen würde, ich werde hier erstmal rasten. Das ist sowas von sicher. Verfallenes Bestiengrab sind wir. So, und was wir jetzt als nächstes machen ist, wir beenden die Aufnahmesession. Das nächste, was wir machen, ist nicht hier. Ich weiß nicht, ob ich hier sein sollte. Aber ich würde das gerne erst machen, wenn ich diesen Bereich hier geklärt habe. Weil sonst vergesse ich das ja alles. Ich glaube, wir haben hier alles gemacht, tatsächlich. Schmiede der Riesen. Hier haben wir alles. Hier haben wir den fetten Riesen erledigt. Das ist dieses Grab. Also das Riesengrab sozusagen. Dann, ich würde gerne hier schauen. Hier haben wir natürlich noch was. Ist nicht viel. Oder, oh, wobei, hier geht's ja weiter. Ja. Ich überlege, ob wir das hier machen. Erstmal, weil das ist ja wahrscheinlich ein Endabschnitt. Hier geht es ja nicht weiter. Aber was ich hier machen muss, weiß ich noch nicht. Und warum wir hier sind. Vielleicht schauen wir uns das ja erstmal an. Warum nicht? Wir bleiben erstmal hier. Freunde, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir haben einiges erlebt, ja. Wir haben die Eisregion, haben wir einigermaßen erkundet. Wir haben den Feuerriesen erledigt. Wir haben die Schmiede erkundet. Wir sind hier hingekommen. Wir haben den großen Baum zum Brennen gebracht. Durch Melina. Es kann nur noch aufwärts gehen, Freunde. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao.